So, jetzt kommen wir wieder in unsere heimischen Gefilde. Jetzt kommt zu uns die Tanz- und Brauchtumsgruppe, die High Hopper aus Kraftsolz. Die haben sich gegründet aus Anlass für ein Brauchtumsfest. Und weil ihnen das Ganze so viel Spaß gemacht hat, haben sie gesagt, Mensch, wir machen das nicht nur einmal, wir machen weiter. Und so ist die Gruppe erhalten geblieben. Und deswegen treten sie auch weiterhin auf. Und sie zeigen uns gleich, wie es so bei ihnen zu Hause auf der Kirmes rund geht. Siehst du dich hier gerade aus von den Leuten? Es ist aber... So, jetzt die afrikanischen Trommelklänge. Es ist jetzt ganz schön warm hier oben geworden, ja. Aber du musst ja nicht hier von den Leuten, aber hier ist ja Umziehkabine. Nee, Mensch, die Kraft sollen sagen, ich, wir zeigen doch jetzt gleich mal Kirmesbräuche. Wie man den Kirmesbaum aufstellt, wie es da so zugeht, welche Tänze man tanzt. Naja, da lasse ich doch nicht meinen guten Rock an. Unsere Männer haben doch mit Sicherheit beim Baumschlage schon eingedüdelt. Dann kippen die mir ein Bier auf meinen guten Rock. Also ziehe ich den Unterrock an und mein Mann ist sich sicher, dass beim grünen Rock keiner mir ein Leid antut. Denn grüne Röcke heißen verheiratet und rote Röcke sind noch frei. Und auf dem Unterrock gehen die Bierflecke besser raus, oder was? Nö, aber da kommt ja das immer der sie gute nicht. Rock drüber, da sieht man sie ja nicht. Und vorne kommen die Schöpfe hin, das sieht man auch nicht. Okay, gut. Jetzt wissen wir, warum die Damen in Unterrücken auf die Kirmes gehen. Weil die Männer vielleicht also mal Bier drüber kippen könnten. Hat jemand den Ständer gesehen? Ab dann? Gut, okay. Wir waren gerade noch auf den Kirmesbaumständer. Super, wunderbar. So konnte ich fortgehen. Seid ihr soweit? Super. Ja, vielleicht können wir da auch einfach nochmal sagen, ich denke, wir haben ja auch immer wieder neue Gäste im Zelt, denn jeder will ja überall mal gucken gehen. Und ja, HVT, Hessische Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege und auch Brauchtumspflege. Wir versuchen mit allen Gruppen und immerhin haben wir 160 davon in ganz Hessen und fast 60.000 Mitglieder, eben alte Bräuche aufrechtzuerhalten, wie diese Kirmesgeschichten. Und in vielen, bei uns zum Beispiel, ich komme aus Großenbusek, da gibt es noch zwei Burschenschaften, also bei uns ist noch richtig Kirmes, auch mit Antrinken und ich weiß gar nicht, wie das dann heißt, da müssen die dann so Strafen machen für alles das, was sie im Jahr verbrezelt haben. Ich glaube, das ist hessenweit. Ja, das ist so hessenweit. Und ich finde das schon toll. Da wird am Dienstag wird dann irgend so eine Puppe verbrannt und da wird die Kirmes beerdigt und mit Pfarrer, der dann ganz traurig predigt. Und ich finde es eine tolle Sache. Und das versuchen wir halt auch mit unserer HVT, Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege, aufrechtzuerhalten, weiterzugeben an nächste Generationen, haben wir heute schon gesehen, die Tänze, das Brauchtum, die Mundart, alles versuchen wir aufrechtzuerhalten. Und ich wir sind in Hessen, das trachtenreichste Land weltweit. Kein Land hat mehr Trachtenvielfalt wie in Hessen, noch nicht einmal die Bayern. Und ich glaube, mit den Dialekten ist es auch so, da sind wir Hessen auch die Meister hier. Da ist er schon von Dorf zu Dorf unterschiedlich. Genau. Das war schwierig, als ich herkam. Genau. Uiuiui. Und weil du schon gesagt hast, dass es wichtig ist, dass man das an die nächste Generation weitergibt, da sind wir beim BKJ, Bund Kultureller Jugend. Ja? Das ist die Jugendabteilung der HVT. Und es ist ganz, ganz wichtig und da sind wir ganz stolz drauf, dass wir Jugend haben, dass wir Nachwuchs haben, die diese ganze Tänze und Bräuche weitergeben können und weiter pflegen. Ja, damit es auch in Zukunft noch ein Trachtenland Hessen gibt. Ja, und die auch in ganz Europa unterwegs sind, genau. Die also viel im Ausland auch Auftritte haben, viele Freundschaften mit ausländischen Jugendgruppen pflegen und da auch ständig unterwegs sind. Wer Interesse hat,
auf unserer Webseite www.trachtenland.de oder www.hvt-hessen.de. Guckt mal auf den Button Trachtenatlas und kann dann sehen, welche Trachten wo getragen werden. Haben wir uns viel Mühe mitgemacht, aber es lohnt sich reinzukommen. Gell? Ihr lacht auch, der ist toll, der Trachtenatlas. Gell? Ich finde ihn auch klasse. Kann man noch viel lernen, interessante Sachen. Manchmal findet auch jemand was auf dem Dachboden und sagt, oh, was ist denn das? Mal reingucken, vielleicht ist es da sogar genau erklärt, was es ist, was es war, wofür es getragen wurde. Ja, so könnte ich noch viel erzählen, aber ich glaube, ihr seid jetzt genau fertig. Dann sieht schon heiß jetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir die Bühne frei für die Tanz- und Brauchtumsgruppe, die Highhammer aus Kraftzolms. Viel Spaß!
Thank you.
wir haben ja doch mal Kinder dabei. Die dürfen ja nicht so lange auf der Kirmes bleiben. Aber wenn sie schon mal mit dabei sind, dann dürfen die auch mal was mit tanzen, Helle. Oh, die Kinder, die tanzen mal so gerne, ich schmeiß sie in die Rippen. Das ist so ein Kindertanz. Und auch Kirmestanz. Wollen wir mal tanzen? Okay, und wir haben Besuch. Unser Katrinchen, ha? Besuch aus dem Dorfer Grund. Komm, tanz mal mit uns. Nationalhymne. Wisst ihr, was das ist? Siehst du nicht die Schweine im Garten? Also siehst du nicht die Säue im Garten? Genau, das ist der Batzebörn. Der kann sich bitte mit. Zwei Haas, der Heiko und der Herbert.
die uns immer gerne mal aus der Patte helfen, sogar mit dir. Mit vollem Einsatz wird gespielt, auch wenn der Riemen reißt. Aber wir wollten uns wirklich mal bei euch ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, weil Live-Musik ist einfach Live-Musik. Ihr macht das immer toll und ich hoffe, dass wir noch mehr solche Auftritte zusammen machen. Wir früher, ist der Goat, da träumen wir uns mal, gell? Und wir haben für euch eine Kleinigkeit. Hat uns gedacht. So, und unsere Männer, die wollen jetzt mal einen trinken. Das heißt, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Vielen Dank. Ich muss uns jetzt fein machen für heute Abend, wenn wir auf die Kürbis gehen, gell? So, okay. Dankeschön, Herbert und Heiko, für eure Live-Musik. Der Schweiß.